Sachen, die mir während des Gesprächs aufgefallen sind, als jemand, der seit 40 Jahren alles soweit erstmal richtig gemacht hat, dass heute eben so wunderbare Früchte und Gemüse da sind, ist man immer leicht gesagt geneigt zu sagen, dann kommt da ein bisschen Asche drauf, dann kommt da ein bisschen Kalk hin, dann nehmen wir Steinmehl oder auch Basaltmehl. Und jetzt ist es ja für viele, die neu beginnen oder die vielleicht nicht mit diesen Komponenten arbeiten, nochmal ganz wichtig zu sagen, was ist denn ein bisschen? Ja, genau, das bisschen. Ja, also zum Beispiel bei dem Steinmehl, das ist überhaupt nicht irgendwie gefährlich, aber man darf es natürlich auch nicht zu viel drauf tun, weil dann wird der Boden wieder hart. Aber wenn wir Steinmehl streuen, dann streuen wir einfach so viel, dass es schön grau ist. Ich sage dann immer mal, dass wir da so viel draufstreuen können, wie die Frauen, die Zucker auf ihren Kuchen streuen, was ja nicht gesund ist. Aber man darf das Steinmehl so viel draufstreuen auf den Boden, weil das einfach sehr viele Mineralstoffe liefert und das darf schön grau sein. Während bei der Asche, da sollte man vorsichtig sein, weil die Asche auch ein bisschen scharf ist. Und da sollte man nur ganz wenig, also nicht zu viel, weil das sonst einfach für die Regenwürmer auch nicht so gut ist. Und die wollen wir ja, dass sie den Boden verbessern und dass sie da leben. Also Asche wirklich nur ein bisschen grau, ganz ein bisschen. Und Steinmehl darf ordentlich grau. Und also Steinmehl, Basaltmehl oder auch ein bisschen Algenkalk, das ist auch wieder ein bisschen. Weil Kalk darf man nicht zu viel streuen, auch den Bodenkalk nicht zu viel. Weil wenn wir zu viel Kalk streuen, dann heißt es reiche Väter, arme Söhne. Weil nämlich der Boden dann das ausgleichen muss, der muss dann so viele Mineralstoffe rausholen aus seinen Reserven, damit das alles im Gleichgewicht wachsen kann. Also jedenfalls nie überkalken, das ist wichtig. Und Steinmehl hat nicht so viel Kalk und Basaltmehl. Genau, aber jetzt bin ich wieder bei der Frage, was ist ein bisschen oder ein bisschen zu viel? Da hattest du so eine ganz nette Kleinigkeit zu gesagt, also ein bisschen Kalkmehl ist so, dass es man eben gerade so sieht, dass da ein bisschen weiß ist. Ja, ne? Im Gegensatz zu dem Steinmehl und Basaltmehl und Kalk, also Steinmehl, wo man sagen kann, da kann ich gerne mir das Graue anschauen, ist es eben bei dem Algenkalk und bei Asche und auch bei normalem Kalk so, dass man gerade eben erkennen kann, dass da so ein paar Spritzer weiß zu sehen sind. Genau, das ist das Maß. Das kann man wirklich so sagen. Ja. Genau. Das passt, um dich Kilogramm sagen zu müssen, wie viel Kilo. Ich finde es immer gut, wenn man ein anschauliches Beispiel sagt, weil das kann sich jeder vorstellen und dann braucht man nicht rechnen gehen unbedingt, sondern einfach mit gutem Gefühl und gut nachdenken und dann passt das.